unserer Einladung ins Studio leider nicht nachgekommen sind die ÖVP-Spitzenpolitiker Sobotka, Schützenhöfer und Wöginger. Und daher sprechen wir jetzt mit jemandem, der sowohl die juristische als auch die politische Seite bestens kennt. Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und frühere Nationalratsabgeordnete im Club der Neos, Irmgard Gries, ist uns jetzt live aus Graz zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Gries, als ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, der Akt ist ja öffentlich. Wie lautet Ihre Einschätzung? Ist eine Anklage oder die Einstellung des Verfahrens gegen den Bundeskanzler wahrscheinlicher? Ja, das lässt sich schwer sagen. Nicht eine Anklage wird es geben, wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Dann wird angeklagt. Und das muss man abwarten. So wie ich den Sachverhalt aus den Medien entnommen habe, war die Aussage tatsachenwidrig. Ob das jetzt ausreicht, um zu sagen, das war eine falsche Beweisaussage, eine strafbare falsche Beweisaussage, das muss man sich näher anschauen. Der Bundeskanzler wird erst vernommen von der Staatsanwaltschaft und da wird er auch seine Sicht der Dinge darlegen können. Aber jetzt auf 58 Seiten, und das ist schon sehr ungewöhnlich, legt ja hier die WKSDA in einer Mitteilung klar, warum es ein Ermittlungsverfahren gibt. Und da sagen ganz viele Strafrechtsexpertinnen und Experten, das ist sehr dicht. Also eine Anklage ist wahrscheinlich. Nur der Professor in Salzburg, Hinterhofer, muss man dazu sagen, hat von der ÖVP bestellt eine Stellungnahme abgegeben, dass hier der Tatverdacht nicht dringend oder beziehungsweise dicht sei. Wo reihen Sie sich da ein? Sie haben 30 Jahre lang Erfahrung als Richterin. Also ich war nie Strafrichterin, aber als Richterin habe ich immer den Sachverhalt beurteilt, mir den Sachverhalt genau angeschaut und bin dann zu einem Schluss gekommen. Ist das jetzt gesetzesgemäß oder ist es gesetzwidrig oder wie immer? Und da hier, so wie das dargestellt ist, so wie die Staatsanwaltschaft auf diesen 58 Seiten das dargelegt hat, das finde ich schon sehr überzeugend. Das ist ja nicht nur, dass diese Aussage des Bundeskanzlers gegenübergestellt wird, den Chatnachrichten, sondern die Staatsanwaltschaft setzt sich ja auch damit auseinander, dass auch andere, Blümel, Bonelli, ähnliche Formulierungen verwendet haben, eine ähnliche Wortwahl gewählt haben. Und ja, also es spricht schon alles dafür, dass das tatsachenwidrig war. Also eher als eine Anklage am Ende dieses Ermittlungsverfahrens steht? Außer der Bundeskanzler kann bei seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft überzeugen, dass er unwillentlich oder wie immer oder ohne Vorsatz, also wieder, wie soll ich sagen, wieder seine Einstellung hier was Falsches gesagt hat. Es gibt ja so einen Beispielsfall, also mein Amtsvorgänger war ja auch wegen falscher Beweisaussage angeklagt und der hat gesagt, ich war in einem mentalen Tunnel, als ich das gesagt habe und der ist freigesprochen worden. Ob der Bundeskanzler auch sagen wird, ich war da so verwirrt durch diese Fragen, weiß ich nicht. Das würde aber auch ein bezeichnendes Licht auf ihn werfen, nicht, wenn er sich so verunsichern lässt durch Fragen, in welcher Form die jetzt immer gestellt werden, dass er nicht in der Lage ist, das so klar zu bringen, dass man eben nicht einen Widerspruch mit diesen Chatnachrichten sieht. Das alles sind ja die juristischen Fragen. Jetzt hat das Ganze natürlich eine höchst brisante politische Dimension. Die berühmte rote Linie, Rücktritt bei Anklage, da hat der Bundeskanzler schon gesagt, das würde er nicht machen. Und seine Ministerin Köstinger hat gesagt, sogar bei einer Verurteilung soll er im Amt bleiben. Wo ziehen denn Sie, auch als ehemalige Politikerin, diese rote Linie? Also ich finde, zu sagen, wenn der Bundeskanzler verurteilt wird, kann er dennoch im Amt bleiben, das halte ich für völlig inakzeptabel. Das ist doch eine Spitzenposition oder die Spitzenposition in der Politik, auch im Staat. Und das kann doch nicht sein, dass jemand diese Position innehat, der strafgerichtlich verurteilt wird. Das halte ich für ausgeschlossen. Auch wenn seine Verurteilung wegen falscher Beweisaussage ist. Das wird immer so als irgendwo als nicht so wesentlich hingestellt. Aber das ist ganz wesentlich, dass vor Gerichten oder in dem Fall vor dem Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt wird. Ansonsten kann man sich diese Verfahren sparen. Schwieriger ist natürlich die Frage mit der Anklage, weil ja bei der Anklage noch immer die Chance besteht, dass es vielleicht einen Freispruch gibt. Wissen wir nicht. Aber ich finde auch ein
angeklagter Bundeskanzler bietet doch ein Bild, das äußerst negativ ist. Aber und so, Frau bitte. Dr. Gries, darf ich hier nur dazwischen fragen? Aber auch für einen Bundeskanzler, für Politiker gilt ja wie für uns alle, Bürgerinnen und Bürger, die Unschuldsvermutung. Und Sie haben es gerade selber gesagt, am Ende eines Prozesses könnte ein Freispruch stehen. Ist das dann nicht eine rote Linie, die man schon sehr früh zieht, dass man sagt, bei Anklage automatisch Rücktritt? Die Anforderungen an einen Spitzenpolitiker müssen ja höher sein als die Anforderungen an Sie oder an mich oder an irgendjemanden. Und der muss ja nicht nur nicht gegen das Strafgesetz verstoßen, der müsste auch höheren moralischen Standards genügen. Und dazu gehört halt auch, dass er dieses Amt nur ausüben kann, wenn seine Integrität in keiner Weise in Zweifel gezogen wird. Ich würde sagen, es gab ja diesen Vorschlag, dass er jedenfalls, wenn es eine Anklage gibt, das Amt ruhen stellt. Ja? Aber dass ein Bundeskanzler amtiert, gegen den es eine Anklage gibt, die rechtskräftig geworden ist, er hat ja die Möglichkeit eines Einspruchs. Also das finde ich auch ein ganz schlechtes Bild, denn der Bundeskanzler, die Spitzenpolitik hat ja auch eine Vorbildfunktion. Und wenn Menschen, die in diesen Funktionen sind, dann nicht sich gesetzesgemäß verhalten haben, wenn das dazu führt, ihr Verhalten, dass es eine Anklage gibt, na, dann muss sich ja der Einzelne sagen, na, warum soll ich mich dran halten? Die halten sich auch nicht dran. Also das ist extrem negativ. Und ich glaube schon, dass wir da höhere Anforderungen an solche Persönlichkeiten richten müssen, die eine solche Spitzenposition einnehmen. Das heißt ja noch nicht, dass ich die Unschuldsvermutung verletze. Vielleicht kommt heraus, ja, er wird freigesprochen, weil er war ihm so verunsichert und konnte daher nicht realisieren, dass er nicht die Wahrheit sagt. Sie haben gesagt, ruhen stellen. Das heißt de facto aber nichts anderes. Der Bundespräsident müsste dann den Bundeskanzler entlassen. Und wann oder würden Sie sich da hier von Alexander Van der Bellen, Sie haben ja selbst für dieses Amt kandidiert, wünschen, ganz klare Worte zu sagen, Anklage, das geht nicht mehr oder es gilt die Unschuldsvermutung, beziehungsweise wie würden denn Sie in so einem Amt agieren? Ich glaube, der Bundespräsident muss hier klare Worte finden. Und ich glaube, auch der Bundespräsident muss mit allem, was er sagt und was er tut, auch ein Vorbild sein. Und auch damit begreiflich zu machen, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und der Rechtsstaat, das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Und Rechtsstaat heißt, dass Gesetze eingehalten werden müssen, dass gesetzwidriges Verhalten verfolgt wird und dass eben hier es Sanktionen gibt, wenn sich jemand nicht daran hält. Und dafür muss der Bundespräsident eintreten und das muss er auch ganz klar und deutlich machen. Heißt im Klartext, Alexander Van der Bellen sollte öffentlich machen, wenn es eine Anklage gegen den Bundeskanzler gibt, soll dieser entlassen werden? Alexander Van der Bellen soll hier seine Position beziehen. Und wenn er sagt, er findet das nicht, na, dann muss er das begründen, warum er das nicht findet. Aber man muss die Folgewirkung abwägen. Man muss sagen, was bedeutet das für unser Land? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Wenn wir hier sagen, na gut, das warten wir das einmal ab, das spielt jetzt keine Rolle. Also das ist eine extrem schwierige Situation, ich sehe auch die Folgewirkungen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ja, damit der Staat wirklich funktioniert, damit es ein gutes Zusammenleben gibt, auch Politiker und Politikerinnen brauchen, die eben sich ordentlich verhalten, die nicht gegen das Gesetz verstoßen und die auch mit ihrem Verhalten höheren moralischen Standards genügen. Sie argumentieren da politisch, daher die letzte Frage, Frau Dr. Gries, und zwar an Sie als ehemalige Politikerin. Die ÖVP der Kanzlers machen dafür auch eine Anzeige ihrer ehemaligen Kollegin Crispa der NEOS verantwortlich. Jetzt muss man dazu sagen, die Staatsanwaltschaft muss einem Sachverhalt, einen Anfangsverdacht sowieso so oder so nachgehen. Man muss auch dazu sagen, die ÖVP hat in einer ähnlichen, also wegen falscher Zeugen aus Aussage Landeshauptmann Doskozil im Burgenland wegen Falschaussage angezeigt. Aber als ehemalige Politikerin, halten Sie das für einen Fehler, hier mit Anzeigen zu agieren oder ist das eine Notwendigkeit? Ja, was war die Alternative, vor der Stefanie Crispa gestanden ist? Wenn nun wie hier es offenkundig ist, dass die Aussage
nicht mit dem übereinstimmt, was tatsächlich passiert ist. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Dann hat sie, und wenn sie nun sagt, na gut, ich mache nichts, dann führt sie ja selber die Funktion des Untersuchungsausschusses ad absurdum. Wenn es keine Rolle spielt, ob im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt wird, na wozu ist der Untersuchungsausschuss da? Der soll ja den Sachverhalt feststellen. Also das ist das eine. Ohne Wahrheitspflicht ist der Untersuchungsausschuss eigentlich sinnlos. Die andere Seite ist, wenn nun die Abgeordnete Krischper sagt, also ich mache keine Anklage, denn also keine Anzeige, weil das ist der Bundeskanzler und ich mein Gott, ich kann doch nicht gegen den Bundeskanzler so eine Anzeige einbringen, dann heißt das doch, er ist gleicher als andere. Es ist, und das verstößt auch gegen einen Grundsatz unseres Rechtsstaats, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Und ob nun der Bundeskanzler hier falsch aussagt vom Untersuchungsausschuss oder irgendjemand anderer, Hinz oder Kunz, das muss die gleiche Konsequenz haben. Das heißt, eine Abgeordnete wie Stefanie Krischper hat eigentlich nur die Wahl, ja, will ich weiterhin, dass der Untersuchungsausschuss seiner Funktion gerecht werden kann? Da muss ich hier auch tätig werden. Gut, das gilt für alle. Dann sage ich, weil wir weit über der Zeit sind, danke, Frau Dr. Gries nach Graz. Gerne.